Hallo und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ja, oh, seht mal da hinten, was ist das denn? Direkt eine Festung am Horizont. Ja, wir sind hier stehen geblieben, bei unserem guten Vertreter der Jägerloge. Wie soll es auch anders sein? Und wollten uns jetzt aufmachen, um hier über das Lagerfeuer, über diesen komischen Wohnort, der zufälligerweise genau diese Festung ist, hier zur Weggabelung zu kommen. Dort haben wir die Aufgabe, Moment, ich schau mal schnell, Quests, Nebenquests. Genau, die Reichen berauben. Gehe zur Weggabelung. Dort sollen wir das gestohlene Schwert wiederbekommen. Ich bin gespannt. War richtig, ne? Gestohlenes Schwert, oder? Genau. Ein dreister Diebstahl am helligsten Tag hat einen Adligen um ein wertvolles Erbstück gebracht. Wie wurde er zum Opfer und warum? Finde heraus, was mit Nassan passiert ist. Machen wir. Jagdherausforderung hatte ich ja bereits erwähnt. Lassen wir erstmal außen vor. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt. Ich denke mal, langsam haben wir aber genug Heilmittel, oder? Das sammelt sich sicherlich auch. So, dann jetzt hier runter. Und auf zum Flussufer. Ich bin sehr, sehr gespannt, inwieweit wir auch noch weitere Abschnitte der Welt, vielleicht auch aus der Vergangenheit, noch gefüllt bekommen. Ihr wisst ja zum Beispiel den nördlichen Bereich, ja, seht mal hier. Ein Datenpad. Dein Geschenk. Hi Sarah, ich wollte mich für dein Geschenk bedanken, aber aus anderen Gründen als du denkst. Erinnern wir uns. Ich sagte dir, dass ich mich für diese Schlacht verflechte und kämpfen müsse. Dass es feige sei, es nicht zu tun. Daraufhin hast du mich als illoyal beschimpft und für mehrere Tage vor die Tür gesetzt. Also hielt ich Wort, falls du dich erinnerst. Ich war diejenige in dieser Beziehung, die Wort gehalten hat. Und verpflichtete mich. Wusste ich, dass ich dich zurücklasse? Ja. Habe ich mich schlecht deswegen gefühlt? Ja. Dann, zwei Tage nach Beginn der Grundausbildung, kam ein Paket von dir. Ich mache es auf. Es ist ein Geschenk drin. Was für ein Geschenk? Ein ausgestopfter Fuchs. Ein ausgestopfter Fuchs? Ist das ein Witz? Nein, kein Witz. An besagtem Fuchs ist eine Nachricht befestigt. Was steht dran? Steht da tatsächlich, tut mir leid, Schatzi. Mich fuchsen gerade ein paar persönliche Probleme. Aha. Ja, leider muss ich dir mitteilen, dass genau das da drin steht. Als ob das, was immer das sein soll, dein Verhalten erklären oder entschuldigen könnte. Und darum will ich mich bei dir bedanken. Im Gespräch mit anderen Rekruten, die von ihren Partnerinnen und Partnern erzählt haben, begann ich, uns durch eine rosarote Brille zu sehen. Ich frage mich sogar, ob meine Entscheidung falsch war. Aber dieses Paket und sein Inhalt, das war ein Schlag, der mir die Augen geöffnet hat. Es hat alle Zweifel ausgeräumt. Du bist ein totaler Schwachkopf, Sarah. Eine dumpfe, hirnlose Idiotin. Wenn ich die Wahl hätte, gegen Killerroboter zu kämpfen oder noch einen Tag mit dir zu verbringen, Süße, die Entscheidung wäre mehr als leicht. Melde dich nie wieder bei mir, Theresa. Sehr interessant, ist jetzt nur so am Rande, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Finde ich schön, haben die auch eingebaut. Für die Quote wahrscheinlich. Na gut. Oh, Wächter. Uah. Du sagst es. So, da haben wir diese kleine Siedlung. Na, ich würde schon Festung sagen. Bleiben wir bei Festung. Warum so viele Feuerbrennwurzeln, aber keine Heilpflanzen? Das darf doch echt nicht wahr sein. Das nehme ich für unterwegs mit. Und dann nur 9%. Man meint es nicht gut mit uns. Oh, seht mal da. Das ist die Siedlung, die wir seitlich gesehen haben, oder? Ja, hier. Da bin ich mal gespannt, was da noch wartet. Aber erstmal hier.
Er ist nicht böse, oder? Standhafte Wacht. Okay. Ja, so was hier meine ich. Das ist ein bisschen komisch, oder? Einfach so eine wirklich schön aussehende Festung. Ganz viele Kaja-Soldaten, klar. Aber keine Aufgabe. Und nichts zu tun im Nachhinein. Klar, es sieht schön aus. Es macht auch Spaß, das zu entdecken. Aber wirklich viel zu entdecken gibt es hier ja nicht. Ist relativ schade. Na gut. Gehen wir runter zur Aufgabe. Zur Weggabelung. Ich bin wirklich ein Freund davon, in Häuser reinzugehen, meinetwegen ein Bett zu sehen, dann einen gedeckten Tisch vorzufinden oder meinetwegen eine Latrine, meinetwegen. Halt einfach nur irgendwas, dass man denkt, oh, hier haben die viel Liebe ins Detail gelegt. Klar gibt es hier viel Liebe zum Detail, aber irgendwie... Ich meine, die setzen sich zusammen, sagen, ja, wir entwickeln jetzt eine standhafte Wacht, wir designen die, wir modellieren die und dann fehlt irgendwie die Aufgabe hinter. Es sieht so hübsch aus, aber warum keine Aufgabe? Eine Belagerungssequenz meinetwegen, dass die belagert wird, die Festung, wir die verteidigen müssen, irgendwie sowas. Schade. Schade, schade. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Noch sehe ich ihn nicht. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Stofffetzen. Baumwolle, Leder, vermutlich von einem Kleidungsstück abgerissen. Blut befleckt, Ursprung unbekannt. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Na, super. Wäre auch wieder zu einfach gewesen. Ein richtiger Wüstenfuchs. Warum wächst denn hier eine Pflanze, die Eis heißt? Das war auch merkwürdig. Maschinenarealläufer. Will ich wirklich in diese Siedlung da gehen? Ich dachte, das wäre Schattenkarja-Gebiet. Ah, okay. Ein Außenposten der Schattenkarja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ne, ernsthaft? Ich soll die jetzt töten? Ich bin getroffen! Ich habe was gebrochen! Du hast dir was gebrochen? Du hast einen Pfeil im Kopf! Das könnte mein Ende bedeuten. Naja.
Naja, wenn das alles war, dann... war es nicht viel. Die Schattenkarja. Oder grob gesagt die Karja, die die Tradition leben, die eben vor Watt, der alte Sonnenkönig, hat leben wollen. Ich bin in Nassan im Außenposten. Na gut, ich bin gespannt. Ihr dürft überrascht sein. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas... Dann mal los, schnappen wir sie uns! Lass mich meinen Feind. Meine Güte. Befreie Nassan. Na gut. Da sind Schattenkarja ja gar nicht so übel. Zumindest die hier. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ich hoffe nur, dass die nicht neu, diesen Außenposten neu besetzen. Sagen wir es mal so. Nassan, willkommen in Freiheit. Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Okay, wow, der ist aber flink. Okay, interessanter Weg. Kann er sich abseilen? Woran denn? Ach so, dann hat er auf einmal ein Seil. Okay, runter hier. Kindiv hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln. Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Kehre zu Ravan zurück. Na gut, da kommt er noch später. So, wir sind jetzt hier. Da würde ich jetzt echt gerne Richtung Norden gehen. Hier. Schöpfers Ende. Begib dich nach Schöpfers Ende. Warum nicht? Die Aufgabe ist die Hauptaufgabe Schöpfers Ende rund um Ehren dessen, was? Genau. Ehren hat... Ach Quatsch, Ehren. Ich rede jetzt Quatsch hier. Olin hat uns ja gesagt, dass in Schöpfers Ende Hinweise auf die Identität unserer Mutter oder der Person, die aussieht wie wir, zu finden sein sollen. Und da wollen wir hin. So. Ehren möchte natürlich Rache für seine Schwester nehmen, die eventuell gar nicht tot ist. Das wäre der Stand der Dinge. Also Rache in Klammern. So mühsam gesammelt hier die ganze Heilung und dann alles wieder weg.
Okay, wie gehen wir denn jetzt am besten? Am besten laufen wir hier weiter. Moment. So viel zum Thema Sicherheit. Da hast du wohl recht. Da haben wir ein Lagerfeuer sogar. Okay, Freunde. Werden Sie uns Ihre Meister nennen. So, Lagerfeuer entdeckt. Dann jetzt von hier aus, ja, nördlich. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe es nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Das klingt gut. Aber wer ist diese Person und warum hilft sie uns? Plündere das Ausrüstungsversteck. Elizabeth Sobek, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Eloy, so hießen wir früher alle. So heißen wir heute auch, Mann. Ja, ich denke mal, dass sie eine der wichtigsten Forscherinnen im Zusammenhang mit den, Maschinen gewesen ist. Und dass ihr Name deshalb in mehreren Ruinen zu finden ist. Dass deshalb wegen der DNA vielleicht Eloy von großer Bedeutung ist. So, jetzt müssten wir eigentlich einmal hier in diese Richtung laufen, um noch die Krabbler da, die Krabben mitzunehmen. Panzerwanderer. Okay, auf nach Schöpfers Ende. Viele Eclipse-Truppen. Klingt wieder sehr herausfordernd. Anführerschlag. Das ist auch nicht schlecht, aber grundsätzlich weiß ich, ob wir es wirklich brauchen. Ruft eine neu überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ja, muss aber auch nicht sein. Schwere Sperrangriffe, lass Maschinensteller nieder. Klingt nicht schlecht. Bewege dich mit schweren Waffen schneller, ist auch in Ordnung, aber jetzt auch nicht so überragend im Nachhinein. Schwere Sperrangriffe verursachen mehr Schaden, wenn Eloys Gesundheit niedrig ist. Nee. Wäre schön, wenn die Gesundheit nie niedrig wird. Da haben wir ein Banditenlager, okay. Nehmen wir natürlich mit. Sollte auch nicht allzu schwierig werden. Ihr wisst ja, Banditenlager. Schnecken wir zum Frühstück. Bin ich schon da? Nee. Das ist noch eine Aufgabe. Oh. Hier strahlt der Mond aber schön. Nee, ne? Nee, ernsthaft, ne? Was machst du denn hier? Ich hab gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen.
Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht ein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Klar, ich bin Nil, der Profi-Banditenjäger. Ich sehe hier im heiligen Land der Nora ein Banditenlager, sag erstmal richtig, wie cool und stark ich bin, lauf dann an 50 Banditenlager vorbei und sag dann, ich habe Banditen gespürt und bin deshalb jetzt hier und habe auf dich gewartet. Auf dem Weg von da, unten, hier irgendwo, nach da, habe ich bestimmt 5 Banditenlager auseinandergenommen, die der einfach ignoriert hat. Was ist das denn für einer? Und dann jetzt groß wieder hier, ich bin so stark, ich mag die Banditen nicht. Furchtbar. Okay, Entschuldigung, musste mal sein, verstehe ich nicht. Kollateralschaden. Olin hat Eloy mit dem Leben angefleht, seine Familie zu retten. Olins Familie. Hä? Ist es auch da? Oh! Seht mal da! Gar nicht gesehen. Müssen wir auch noch machen. Ah, das war die Aufgabe. Jagen für die Loge, Banditenlager, Bruchofen. Erledige die Banditen. Regen hängt in der Luft. Wir haben lange auf Regen gewartet. Es sieht wieder gut aus, also auf jeden Fall. Hallo, liebe Banditen, ich bin hier, um euch zu töten. Es geht auf jeden Fall besser als im Nahkampf, finde ich. Es gibt kein Zurück mehr. Oh, oh. Könnte tot sein. Ist das so? Boah, der Großteil ist schon weg, ne? Sieht aus, als wäre ich sicher. Und nicht ganz. Ich weiß, alles wieder wertvolle wir können ja mal gucken. Nein, wir haben einfach zu viel Zeug dabei, wie immer.
So, das sind noch ein paar. Aber soweit, so gut. Es läuft ganz gut. Okay, noch mehr als ich dachte. Boah, ist doch schon ganz schön groß hier. Augen auf, für dich, Motor. Genau, Augen auf. Ich kriege den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Wo willst du mal Alarm, ne? Hier ruft niemand Verstärkung. Ach, der Bogen so viel Schaden oder kommt mir jetzt nur so vor? Sind ja wirklich hier chancenlos. Ja, die stellen sich jetzt auch nicht so gut an, ne? Also. Naja. So viel dazu. Bitteschön, bitteschön. Der König war zu beschäftigt mit den Ossaram, um die Rebellion in Sonnenfall niederzuschlagen. Genau, daran wird's liegen. So, und hier ist die Taste, richtig? Perfekt. Hey, ein Satz komplett. So, okay, schön. Bruchofen abgeschlossen. War jetzt ja auch nicht so sonderlich schwierig, muss man sagen. Frieden wollen. Na, ich traue den Schattenkarja auch nicht. Ah, Plündererlinse, Läuferlinse. Ölsaft können wir auch ein Packen verkaufen, zwei Packen verkaufen. Meinetwegen drei Packen verkaufen, wir haben da so viel von. Weg damit. Wüstenglas verkaufen wir auch mal.
Nur so schwer abzuschätzen, was wir noch brauchen können für Herstellungen, meinetwegen. Ja, ja, Lee. Komm schon. Geh mal zurück nach Korinnes, mein Freund. So, okay, sehr schön. Rede mit Nil können wir auch direkt machen. Denn sonst gibt es ja hier jetzt nicht viel zu sehen. War ein nettes Banditenlager, aber letztlich gleich schon wie die letzten Male. Sehr richtig. Niemand hier. Schön, dich zu sehen. Ich habe noch nie das Brot mit einer Fremden gebrochen. Brot gebrochen? Jesus ist unter uns. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in ein Dorf zu gehen oder in eine Stadt zu gehen. Dann sagen die zu mir, ich habe noch nie das Brot mit einem Fremden gebrochen. Aber gut. So viel zu den Banditen. Das brauche ich später noch. Hat sich ja relativ schnell erledigt. Okay, lieber Nil, na sag mal. Viel geholfen hast du ja nicht, oder? 2-3 Pfeilchen vielleicht, mehr aber nicht. Hat dir auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Oh Mann, ehrlich ist er immerhin. Aber warum? Was für Dinge hast du getan, Nil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind. Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Der redet aber auch teilweise in Rätseln, oder? Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich, in der heißen, dunklen Steinzelle, konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Ja, aber grundsätzlich, wenn er jetzt sagt, ja, anstatt andere Völker zu jagen, jage ich jetzt Banditen, die uns und anderen Völkern schaden wollen. Das ist doch eine Art Rehabilitierung, oder? Keine Frage, man darf nicht Leute töten, ohne Gericht, ohne Rechtsstaatsprinzip, bla bla bla, aber jetzt in so einer Welt hier, grob gesehen, wenn er sagt, ja, ich will töten, ich muss töten, aber ich töte nicht mehr Unschuldige, sondern die, die auch denen Leid zufügen, denen ich Leid zugefügt habe. Das ist ja beinahe eine Rehabilitierung, für dich zumindest. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Nil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Na gut, dann sieht man sich bestimmt wieder. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für Sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Na gut, Banditenlager abgeschlossen. War jetzt wirklich nicht so schwierig eigentlich. Für dich. Man muss halt nur irgendwie versuchen, doch dann eine Balance aus Schleichen und Lautsinn zu bekommen. Nur Schleichen fände ich persönlich ein bisschen inzwischen vor allen Dingen zu langsam, zu langweilig.
Man wird ja ein bisschen mutiger, wenn man stärker wird, aber komplett aggressiv, ihr wisst ja, geht auch ganz schnell in die Hose.